Alle herzlich willkommen. Ich habe mir vorgenommen, Elberadweg zu fahren. 580 Kilometer, Pi mal Daumen, gucken, ja, bis nach Cuxhaven. Stadtfunk Magdeburg. Wollte eigentlich schon das erste Video am Bahnhof machen, aber dadurch, dass sehr viele Baustellen da waren und ich dann doch ein bisschen verwirrt war, wo ich überhaupt lang muss, weil man aus dem Hauptbahnhof nicht direkt rauskam mit dem Rad, ja, habe ich mich jetzt entschlossen, dann erst hier im Elbauenpark, beziehungsweise am Rand des Elbauenparks, das erste Video zu machen. Ihr seht, Hintergrund, Elbe, bin da, jetzt kann es losgehen, Feuer frei. Erste Etappe ist Tangermünde heute, 79 Kilometer stehen auf dem Programm. Das heißt, heute mal richtig ranklötzen schon, weil spät gestartet. Jetzt haben wir es knapp 10 Uhr in etwa. Ja. Der Christian wollte eigentlich mitkommen, aber konnte leider nicht. Habe ich gedacht, fährst alleine, kannst du auch, ne? Ja. Ein Dank noch an den Dirk, der Autoanfänger, aka Autoanfänger bei YouTube. Richtig Spaß gemacht, seine Videos anzugucken. Und an den Rainer Dornburg auch. Die haben mich eigentlich richtig motiviert, da loszulegen und das mal alles in Angriff zu nehmen. Und ja, erster Halt ist dann nachher ein paar Kilometer, ich glaube, das waren so 5 bis 10 Kilometer, das Wasserstraßenkreuz. Das habe ich mir vorgenommen, da werden wir uns dann gleich wiedersehen. Ja, und dann mal schauen. Also, Wetter sieht gut aus, nicht zu warm, nicht zu kalt, Sonne scheint, paar Wölkchen am Himmel. Hoffen wir, dass es stabil bleibt. Und dann schauen wir weiter. Dann sage ich erstmal adieu für Teil 1. Weitere Teile werden noch folgen. Und ich glaube, wir werden jetzt immer eine Mehrzahl sprechen, weil die Kamera wird jetzt die einzige Person sein, mit der ich mich in den nächsten 7 Tage, maximal habe ich das eingeplant, 7 Tage, dann begleiten wird. Gut, Dankeschön. Ein paar Minuten gefahren, erste Hindernis. Sollte man aufpassen. Freilaufende Schafe. Genau, Kollege. So. Bin jetzt schon 2, 3, 4 Kilometer gefahren, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, 2 waren es ja doch bloß. Ja. Radweg bisher sieht hier gut aus. Schön gemacht. Lässt sich akkurat rollen. Ist auch gut was los hier. Also viele Leute. Ja. Schauen wir mal weiter. Magdeburg Hafen sind wir jetzt. Schön. Schön ist jetzt, passt. Also, aber man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Daher, genau so habe ich mir das vorgestellt. Akkurat Asphalt, man rollt wie nichts, wunderschöne Natur, keine Menschenseele, außer ein paar Radfahrer natürlich. Schön, einfach nur schön. Alle auch freundlich, also alle Radfahrer grüßen sich untereinander, da muss man auch mal sagen, Chapeau, der Radfahrer ist ein eigenes Volk. Ja. Nee, so kann es weitergehen. Jetzt war 7 Kilometer bis Hohenwarte, wo ich mich eigentlich erst wieder melden wollte, aber ich müsste erstmal schon mal die ersten Eindrücke hier erstmal schon wieder kundtun. Das ist wirklich wunderschön. Also das Wetter, wenn das so die ganzen 7 Tage ist, top. Also ich brauche nicht ganz den Sonnenschein, so ein paar Wolken am Himmel ist okay. Angenehme Temperaturen, wunderbar. So. Ich hoffe, das Fahrrad macht natürlich mit, weil er ist natürlich eine extreme Belastungsprobe für Mensch und Maschine, beziehungsweise Mensch und Material. Also, ja, durch den Menschen für das Material, aber das ist mir egal. Gut, hier haben wir Hohenwarte. Zack, ich hoffe, es war irgendwie mit drauf. So, naja, dann gucken wir mal. Dann sehen wir uns bald wieder. Ich muss noch mal ein bisschen mit der Kamera üben. Mal ranzoomen, rauszoomen ist nicht so gut. Wird man ja betrunken, selbst beim Fahrradfahren. Alles klar, Freunde der Sonne, denn klinke ich mich jetzt erstmal aus. Außer es kommt noch irgendwas Besonderes. Schafe hatten wir ja schon. Mal gucken, vielleicht kommen noch ein paar Giraffen. Ja, hier haben wir die Weinbergquelle. Wäre nicht verkehrt, für mal die Flaschen aufzufüllen, aber die kleine Pfütze, die hier langläuft, naja,
Wäre ja natürlich ein Highlight gewesen mal. So aus einer Quelle, frisches Quellwasser. So, bin kurz vor der A2. Weiter geht's. So, da haben wir sie. Die viel beworbene, als technisches Highlight, Meisterwerk, kolportierte Trogbrücke, Mittellandkanal, Havelkanal. Gucke an. Gleich um die Ecke gewohnt, noch nie da gewesen. Auch schön. Jetzt sehen wir sie das erste Mal. Hinten ist der A2. Und hier die Trogbrücke. Da haben wir uns das mal von. Mal gucken, wie weit wir rankommen. Dann mache ich vielleicht nochmal ein Video, dass man sie sich auch nochmal anschauen kann. Ja. Schauen wir mal. Da oben kannst du doch drauf mit dem Rad fahren. Gucke an. Das hätte ich mal wissen müssen. Fürs nächste Mal. Unter der Brücke ist eine Kreuzung. Und über der Brücke ist ein Fluss. Unglaublich eigentlich, aber könnt ihr denken, ich bin verrückt. Nee, super. Ja, von da bin ich gekommen. Fahre jetzt hier hoch. Weil es schön, dass er sagt, ich werde uns eigentlich links lang gefahren. Aber naja. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Dann gucken wir mal. Bereich. Mittellandkanal. Mal gucken, wo ich hier rüber komme. Ah, ich glaube, da hinten ist eine Brücke. Sieht gut aus. Schauen wir mal, wohin das denn hier führt. Da stehen noch welche. Da fahre ich einfach mal ran. Stell die Kamera wieder zu. Schön, das ist wirklich. Da will man jetzt nicht drin sein. So, ganz schön windig geworden. Ich hatte bis jetzt Glück gehabt, war immer Rückenwind irgendwie. Ja, bin jetzt kurz vor Rogetz. 1, 2, 3, 4, kurz vor Rogetz. Was heißt kurz vor Rogetz? Ja, ich habe mich darauf gefreut wie ein Schneekönig, denn es gibt die erste Fernfahrt. Jawohl, endlich mal wieder mit einer Fähre fahren. Im Bernburg, das hat nicht ausgereicht. Die war zu klein, die Saale. Ja, und jetzt geht's mit dem Rad. Rüber. So, jetzt haben wir es mittlerweile so 11:30, glaube ich. Jetzt muss ich mir mal irgendwo hier so einen Supermarkt suchen. Weil ich habe echt Kohldampf jetzt. Was haben wir jetzt auf der Uhr? 36 Kilometer geschafft. War bis jetzt echt toll. Also, Chapeau. Hat sich richtig gut fahren lassen. Schilderung war auch top. Man muss natürlich mal ein bisschen hingucken, nicht so wie ich manchmal, träumen, naja. Und ja, dann werde ich jetzt hier erstmal irgendwo einen Supermarkt oder sowas suchen, wo man sich 2-3 Brötchen kaufen kann. Und ich habe Bock auf eine Bulle Bier, also das muss ich mal sagen. Oder wie der Rainer Dornburg immer gesagt hat, a Fläschle Bier. Ja, gucken wir mal. Wenn eine Fähre jetzt hier rüberkommt, dann jetzt Attacke. Gucken, was der Hütte Fährmann haben möchte. Ich glaube 1,50 Euro oder 2 Euro. Na, schauen wir mal.
Jetzt kommt hier noch so ein aller Kutter. Hätte ich ganz mal, hätte ich auch filmen sollen. Wäre glaube ich besser gewesen vom Panorama her. Aber es ist zu spät. Ich lande ja nicht aus. Ist nicht das letzte Video. Gut, alles klar, Freunde der Sonne. Wir sehen uns. So, jetzt sind wir hinter Rogetz und jetzt heißt es erstmal Essen fassen. Nachdem ich 4 Kilometer Umweg gefahren bin, nur damit ich ein schönes Radler holen kann. Und dann kam ich natürlich in eine Versuchung, gibt es noch so ein Paket Nudelsalat. Das haben wir uns verdient. 43 Kilometer haben wir jetzt auf der Uhr. Ja, jetzt heißt es erstmal Essen fassen. Kräfte will er aufladen, Akkus aufladen. Apropos Akku, danke Maria, weil ist vonnöten, Handy wird gerade geladen und das ist schon mal sehr gut, dass wir den mit dabei haben, must have. Ja, wie gesagt, also bin ich erstmal, hat mich erstmal total verfahren in Rogetz, obwohl es nicht so groß ist und nur Rentner scheinbar da wohnen. Ja, nun heißt es reinhauen, noch ein bisschen essen und dann 50 Kilometer, nee 40, 40 haben wir noch denn auf der Uhr. Also die Hälfte habe ich jetzt schon geschafft in 3 Stunden, 3,5 Stunden. Ging also super noch Zeit. Und dann wird es jetzt gleich weitergehen. Wetter ist noch Bombe, bisschen Wind, ist schön. Was gibt's Besseres? Draußen essen, schönes Plätzchen gefunden. Ja. So, vor mir ist jetzt Tangermünde, mein eigentliches Etappenziel, das meinte ich doch, ja, für heute. Aber es ist erst 16 Uhr. Geschafft haben wir 80 Kilometer von den Zähnen. 6 Stunden, 80 Kilometer. Naja, werde ich erstmal nach Tangermünde jetzt reinfahren und dann werde ich entscheiden, wie es weitergeht. Weil eigentlich wäre es schade, weil 1-2 Stunden kann ich noch fahren. Und das Wetter ist schön. Naja, dann werden wir mal sehen.
So, Tangermünde habe ich hinter mir gelassen. Mein eigentliches Etappenziel, weil das Wetter ist einfach zu schön. Die Beine machen noch gut mit. Nach 85 Kilometern. Und da habe ich mir gesagt, ach komm, fährst du weiter bis nach Arneburg, war das glaube ich, ja. Da habe ich drei Pensionen gefunden. Mal schauen, ob die mich wollen, ob sie noch Platz haben und so weiter. Und ja, dann schauen wir mal. Das ist hier übrigens die Autobahn, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, irgendeine Bundesstraße, ja. Und die schöne Elbe. Der Weg nach Tangermünde war nachher, puh, hat sich ganz schön lang gezogen. Also viel landwirtschaftlicher Weg, also Platte, links, rechts, so wie jetzt hier. Und ja, mehr war eigentlich nicht. Also da war nicht viel Schönes eigentlich, weil du warst auch weit weg von der Elbe. Kleine Dörfer und so weiter, okay, aber sonst, ja. Aber wollen wir nicht meckern, Wetter ist gut und es kann nicht alles exzellent sein. Und bisher, toi, toi, toi. Schön heute alles, bisher. Brauche ich bloß noch eine Unterkunft. Nicht, dass ich hier irgendwo in der Elbwiese schlafen muss. Obwohl die ja natürlich auch schön aussieht, ne? Von der Farm her. Aber weich ist sie nicht. Gut, ich werde mich dann aus Arneburg melden.